Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders. In der letzten Folge haben wir hier so ein bisschen rumgerätselt, wie das hier funktioniert. Und werden jetzt mal weiterschauen, was wir hier so noch alles machen müssen. Wir haben ja jetzt das Ding da unten. Und wenn ich mich jetzt recht daran erinnere, müssen wir uns jetzt entweder hier drinnen, können wir uns nicht rumhangeln. Aber da. Hä? Hast du nicht die Energie da mitgenommen? Ja, oh Mann. Ja, nicht schnell genug. Muss ich überhaupt darüber? Ja, ich denke schon. Also nochmal das Ganze. Oh, wieso? Was? Wie soll das gehen? Ah, so gerade geschafft. Mann. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig war überhaupt, aber eine andere Möglichkeit habe ich hier gar nicht gesehen. Und ein Hebel. Okay, jetzt haben wir da ein Loch. Und hier ist endlich Ruhe. Wo kommst du jetzt her? Okay, da runter geht's wieder. Da kommen wir nicht rüber. Also würde ich mal. Ich will mal ganz stark vermuten, das Ding noch runterlassen. Ja, also, die Kiste natürlich nicht vergessen. Große Rage. Falls wir mal Zorn brauchen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich weiß nicht so recht, ob ich da jetzt hin will. Ja, man hätte das Ganze ja auch so machen können, ne? Dann hier hoch. Hier rüber. Das da runterlassen. Und dann da aktivieren und dann da rumklettern. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen umständlicher gelöst. Man sollte einfach mal öfter die Augen aufmachen. Und hier haben wir doch mal was zum Schwimmen. Und ich habe so das Gefühl, jetzt tauch runter. Ein Artefakt. Artefakt Soldat. Und die Fische
So, was haben wir denn hier in der Höhle alles? Da geht es nirgendwo lang. Ich möchte hier auch in der Höhle nichts übersehen. Da oben geht es noch lang, da geht es nicht lang. Ich vermute mal, wir müssen dann wohl hier lang, aber da ist noch ein Gang. Da ist noch ein Artefakt oder sowas. Komme ich da hin? Komme ich da hin? Mal auf die Karte gucken, da brüllt irgendwas. Ne, von hier komme ich da anscheinend nicht hin. Ruhig bleiben. Ja, wieder Rätselraten, würde ich sagen. Irgendwas hinter? Nein, da ist nichts hinter. So, hat der Kollege das? Wir nehmen uns mal eben die Pistole. Und da passiert sich nichts. Wieso passiert da nichts? Okay. Da können wir was hinschieben. Wir können hier überall Sachen hinschieben. Aber wir schauen mal, was da in der Höhle ist. Da oben kann man noch irgendwie hin. Ich sehe euch doch. Okay. Ich hab so eine Ahnung. Und schön da oben dran schmeißen. Okay, so war das nicht geplant. Nochmal. Jetzt aber. Ja, ich bin hier. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Ihr habt euch alle echt mal wiederholt hier, habt ihr das gemerkt? Wieso werden die nicht davon gegriffen? Wieso nur ich? Ist doch ein bisschen. Wieso werden die Engel nicht davon gegriffen? Wieso nur ich? Hallo. Und schon wieder da drin.
Okay, ich kann jetzt zumindest hier hoch. Da hinten ist eine Kiste. Die hole ich mir jetzt auch. Da ist noch eine Kiste, aber da komme ich nicht hin, glaube ich. Ein Lebensstein vollständig. Ah, das gibt doch wieder viel Energie. Jetzt ist die Energieleiste wieder voll. Schaffe ich das? Nein, ich schaffe das nicht. Okay. Dann... Ja, tut mir leid, dass die Folgen so ein bisschen langweilig vielleicht sind, weil nicht großartig viel passiert. Da ist noch eine Kiste, die will ich auch haben. So. Dann kann ich, glaube ich, wenn ich den jetzt hier... mich da dranhänge. Darauf warte. Ah, dankeschön. Dann habe ich hier noch mal was um die Zeit. Aber was damit machen? Was muss ich damit machen? Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was ich damit machen soll. Hier komme ich hoch. Da komme ich rüber, wenn ich von da lang gehe. Bringt mir das also irgendwie alles gar nichts so richtig. Oder was soll mir das bringen? Ich kann den hier rüberschießen, dann hat der den. Und dann kann ich da nichts weiter mitmachen. Außer ich muss den vielleicht noch irgendwie wieder zurückschieben, aber irgendwie... Ich glaube... Naja, egal. Wir gucken weiter. Ich möchte jetzt nicht zu viel rum... Schalten wir erstmal die Fische aus. Und dann geht's hier... Ich habe das Gefühl, wir müssen hier gleich noch irgendwo das Wasser ablassen finden. Nee, doch nicht. Dann müssen wir wohl einfach nur hier hoch. Und das sieht nach einer Kiste aus. Und jetzt? Bleibt uns nur der Weg hier hoch, würde ich sagen. Badet in seinem Blut! Wie seid ihr denn drauf? An meine Seite! Meine Schwestern haben mich vor dir gewarnt. Und ich kenne deine Schwestern immer noch nicht. Aua. Oh.
Oh, mit dem Finisher kann man so ein bisschen die Attacken von denen die kann ich endlich hier auseinanderreißen. Und jetzt bist du auch dran. Aber da wahrscheinlich... Vernichtet ihn! Nein. Oh Gott. Komm, mir reicht's. Du machst mir keine Angst. Ach ja? Ist das alles? Ja, jetzt sind nur noch wir beide übrig, Schätzchen. Und das war's. Ach, du bist auch noch da. Jetzt nicht mehr. Vielen Dank für die Chaosgestalt. Genau. Die Energie lassen wir erstmal. Wer weiß, wofür sie wir brauchen noch. Hier sind lauter Fackeln. Weiß nicht, ob das was bringt. Ist hier irgendeine nicht an? Ne, sind alle an. Dann schauen wir doch mal hier den Tunnel weiter hoch. Dass die Erde darunter kommt, wäre mir auch so gar nicht gefallen. Chaosfresser Stufenanstieg. Mein Schwert wieder etwas stärker geworden. Und die kicken wir auch mal darunter. So, da scheint irgendwas auf uns zu warten. Ja. Da stürzt die Höhle hinter uns ein. Okay. Ich meine mich zu erinnern, was hier gleich noch auf uns wartet. Also die meinte ich eigentlich nicht. Ich bin gespannt. Ich meine das gleich auf so ein... Genau. Doch nicht? Ja. Nirgendwo. Was, dass wir die Zeit verlangsamen können. Also werden wir wohl in der nächsten Folge uns hier durch die Wüste schlagen müssen, in der Hoffnung, nicht von so einem Wurm gefressen zu werden. Also vielen Dank fürs Zuschauen und entschuldigt nochmal, dass die letzten Folgen vielleicht nicht ganz so spannend waren, weil hier sehr viel rumgelaufen und so weiter und nicht sehr viel passiert ist. Aber das gehört nun mal leider dazu. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.